Baden-Baden gab eine Traditionsprüfung. Kuhlmeier, ein toller Partner, seit zig Jahren hier bei uns in Baden-Baden. Ja, wer gewinnt diese Traditionsprüfung? In gut 3 Minuten werden wir es wissen. Dona May kommt in diesem Moment heran für den Stall von Andreas Suberic, der ja in glänzender Form agiert, gestern einen Sieger in Frankreich hatte, am Sonntag hier in Iffezheim gewinnen konnte, in Deauville gewinnen konnte. Also die Pferde segeln auf der Welle des Erfolges. Alles startklar für Kulmostad Baden-Baden Cup. Listenrennen für Stuten über 1800 Meter, Boxentüren auf für das erste sportliche Highlight. Und dann gucken wir mal, wer die Spitze übernimmt. Royal Knight an der Innenseite mit Prinzessin Valentina. Auch gut auf die Beine gekommen. Dann die beiden gemeinten Pferde laut Wettmark, New York City und Magical Hope. Und an der Außenseite gesellt sich nun auch Strong Impact mit hinzu. Und die Gaststute aus England möchte die Spitze bekommen. Bekommt sie aber nicht, denn Royal Knight an der Innenseite gibt die Rails nicht preis. Royal Knight führt vor Strong Impact. Dahinter ist es New York City mit Magical Hope. Dann sehen wir Prinzess Valentina vor Namur, vor Bubble Sign, vor Extra Bunt und Dona May heute auf Warten geritten von letzter Position. Ausgangs der Gegenseite, Sie sehen das am Tracking-System, also das ist mal ein deutlich zügigeres Rennen, was hier gelaufen wird, und vorne die beiden reiben sich dann natürlich irgendwie so ein bisschen auf, haben mittlerweile 5 Längen Vorteil, Royal Knight vor Strong Impact. Dann ist es New York City, hat wiederum 3, 4 Längen vor der Godolphin-Vertreterin Magical Hope. Da muss Adrie de Vries sich schon mal so ein bisschen klein machen. Prinzess Valentina dahinter, Namur an der Innenseite vor Bubble Sign, vor Extra Bunt und Dona May am Ende des Feldes. Wie weit geht der Ausreißversuch von der Spitze aus? Burjan Mosabayev schaut sich gerade mal um. Wo sind die Kollegen? Die sind mittlerweile deutlich näher herangerückt. Strong Impact, dann New York City. Magical Hope hat sich gefunden. Prinzess Valentina sehr früh die Karten aufgedeckt. Bubble Sign versucht in die Partie zu kommen und Namur an der Innenseite. So, Royal Knight jetzt passiert von New York City und Magical Hope. Und an der Innenseite Namur, die läuft ein sensationelles Rennen. Magical Hope mit New York City, Prinzess Valentina an der Außenseite. Magical Hope mit New York City und jetzt kommt Bubble Sign aus der Reserve angeflogen. Magical Hope, Bubble Sign außen. Magical Hope, Bubble Sign außen. Magical Hope, Bubble Sign. Magical Hope, Adrien in weltberühmten Godolphin-Farben gegen Bubble Sign, New York City. Prinzess Valentina, Dona May, dann war es Royal Knight. Vor Extra Bunt, vor Namur und Strong Impact am Ende letzte. Vorläufiger Einlauf, viertes Rennen, Kulmostad Baden-Baden Cup, siegreich die 7, Magical Hope, Adrie de Vries, zweiter die 1, Bubble Sign, Joritz Mendizabal, dritter war die 5, New York City, René Picholek, vierter die 8, Prinzess Valentina, Martin Seidel, und auf Platz 5 und 6 gibt es eine Vergrößerung des Zielfotos, da müssen wir noch mal so ein bisschen abwarten. Vorläufig heißt das 7, 1, 5.
5, 8 und dann Vergrößerung für die Plätze 5 und 6. Die vorläufige Siegerin, die sehen wir hier auf Zielhöhe, die dreijährige Frankel-Tochter Magical Hope im Besitz von Godolphin. Henri Alex Pantal ist der Trainer in Beaupréau und der Siegjockey Adri de Vries. Ja, eine Frankel-Tochter hier bei uns in Iffezheim, das ist was ganz Besonderes. Dritter Sieg in Serie und es hat sich also gelohnt, die weite Anreise aus Beaupréau, dort wo Henri Pantal zu Hause ist in Frankreich, bis hier nach Iffezheim. Ziel und Aufgabe erfüllt, Black Type und dann noch der Sieg in dieser Traditionsprüfung im Kulmorstadt Baden-Baden Cup. Und Adri de Vries hat es ja auch bei Alex auch im Interview gesagt, das ist immer was Besonderes in diesen weltberühmten Farben.